Moin, das ist wieder eure Katrin und schon wieder ist Unboxing-Time. Ich habe mir mal wieder was im Uhrzeit-Shop bestellt. Ja, Paket schon geöffnet, nur noch nicht reingeschaut. Das machen wir zusammen. Durfte mal wieder ein paar Figürchen sein. Dann wollte ich mir noch den neuen Riesenflugsaurier von Collector bestellen. War leider schon vergriffen. Schade, schade, war ich nicht schnell genug. Aber was nicht ist, kann noch werden. Ja, und jetzt schauen wir mal hier rein. Ich kann es kaum erwarten. Eine Woche war das Päckchen unterwegs. Was ich denn da wieder Schönes bekommen habe. Oh. Oh. Oh, ist das süß. Tolle Überraschung. Mann, 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 Mann. Ja, Freunde. Kennt ihr ihn? Den Shrinkasaurus von Safari. Neuheit 2020. Endlich. Ein sehr eigentümliches Tier war das. Na, den Hörner da auf dem Kopf. Ja, cool. Oh, schön. Ja, Freunde. Und dann der Edmontosaurus von Safari. Ja. Schön groß. Der ist jetzt endlich mein. Ganz wunderbar. Und da haben wir noch ein Prachtstück. Noch mal ein Safari-Modell. Ziemlich langes Teil sogar. Der Deinonychus. Toll. Von Deinonychus gibt es auch nicht allzu viele Modelle. Schön. Oh, diese Zeichnung. Das haben die echt toll gemacht. Ne? Das ist wirklich super. Sowas von schön. Ja, da wollen wir nochmal schauen, dass auch nichts verloren geht. Nein, gut, stellen wir den Karton mal beiseite. Ja, dann geht es jetzt ans Auspacken. Boah, danke Miron für dieses süße kleine Geschenkchen. Wow. Donnerwetter. Oh, mein Gott, das ist ja allerliebst. Hm? Der ist ja wirklich allerliebst. Grau. So, was von goldig. Ein Velociraptor Baby von Reborn. Ui, ui, ui. Ja. Na, Fokus. Jawohl. Ein schlüpfendes Velociraptor Küken. Mit einer Eimulde hier. Na, zum Aufstellen. Super, habe ich jetzt sogar zwei davon, ja, den einen, den ich noch geschenkt bekommen habe von jemand anders. Jetzt bekommt er noch ein Geschwisterchen, ist das nicht allerliebst? Oh, danke Miron, das ist ja wirklich süß. Und so eine schöne Schachtel dazu, 2016. Ah, das sind die, wo man nicht weiß, welchen man bekommt. Ja, 9 Stück. Ja, also das Küken. Als nächstes holen wir mal den aus seiner Box. So. Das Küken stehen wir mal wieder da hinten. So. Oh, Prachtexemplar. Ein stattlicher Bursche. Uiuiui. Ui. Der ist aber gut drin in seiner Box. Dann lasse ich ihn erstmal noch. Das machen wir schon mal ab. Deinonychus. Oh, schön. Auch die Koloration, ne? Sehr kreativ. Wirklich. Sehr kreativ. Der wird gut passen zu meinem Safari Velociraptor, den Gefiederten. Ja. Ja, dann der Shrinkasaurus. Da ist er schon. Interessante Box. Wow. Was für ein eigentümliches Tier, wirklich.
war das hier ein bisschen zu markant. War nicht so klein, ne? Herrlich. Ja, und einen haben wir ja noch. Den Edmontosaurus. So. Schöner, schwerer Bursche. Auch hier herrlich mit diesem Kamm obendrauf. Ja. Hoppala. Auch toll. Ja, schön, das Exemplar auf die Haut, wie die gestaltet wurde. Ja, gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Herrlich. Oh, schön. Endlich habe ich die in meiner Sammlung. Ja. Wieder ein paar Schätze mehr fürs Universum. Aber erstmal werden sie reviewed und dann kommt ins Universum. Ihr Lieben, die Ausbeute des heutigen Unboxings, ja, der nagelneue Deinonychus von Safari, Schwingasaurus und Edmontosaurus, die Neuerscheinung von Safari LTD. Und als extra Gimmick dieses wunderschöne kleine Küken, Ceratops-Schlüpfling von Reborn, ja, wo man immer nicht weiß, welchen man bekommt, ja, als tolles Geschenkchen von Miron, tausend Dank dafür, ja, hab mich wirklich wahnsinnig gefreut, ein hübsches, kleines, süßes Dingelchen und ich freue mich schon, den mit dem anderen zusammenzusetzen, habe ich zwei davon und Miron, sieh mal zu, dass du den Kaiwa Jara wieder reinbekommst von Collector, den wollte ich nämlich auch noch haben, aber er war nicht mehr in deinem Sortiment, ja, falls es nicht in der Zwischenzeit bis das Video hochgeladen hast, nicht eh schon wieder im Sortiment hast. Ja, dann wird er nachbestellt. Also ihr Lieben, und bei euch klinge ich mich dann also wieder aus. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!